zeigen wir ein kleines Video, was ihr an Optionen habt, wenn ein Bürger von der Seite kommt. Okay, Markus? Okay, nochmal ganz kurz. Markus wirkt also von der Seite. Was ich jetzt mache ist, ich nehme in dem Monkey Grip, greife ich hier hin. Ich greife nicht voll da drum, sondern im Monkey Grip. Während ich hier jetzt mir ein bisschen Luft verschaffe und ein bisschen ziehe und ihn gleichzeitig an meinem Brustkorb fixiere, mache ich gleichzeitig von unten einen wellenartigen Schlag zur Nase hin. Dann greife ich hier rüber, wechsle das vordere Bein nach hinten und trete einmal in den Unterleib rein. Das Ganze mache ich so. Wichtig ist also quasi diese Fixierung hier. In dem Moment, wo ich ihn ziehe, kommt er automatisch ein bisschen nach vorne. Und wenn ich dann von unten den wellenartigen Schlag mache, treffen zwei Geschwindigkeiten aufeinander und das rumst ein bisschen mehr. Ich gehe direkt hier rüber. Ich blockiere hier jetzt auch. Das heißt, wenn er den Kopf losmachen möchte, kann er das nicht. Wenn ich das machen möchte, könnte ich das gut machen. Der Wechsel des Beines ist folgendes. Wenn ich dieses Bein nehmen würde, weil einige sagen, warum nimmt er nicht gleich das hintere Bein? Das Problem ist, dass ich hier über Kreuz treten muss und dass ich mein Gleichgewicht verliere. Deswegen würde ich also quasi eher einen Switch machen und dann das Knie oder den Kick in den Unterleib machen. Danach sofort lösen, entfernen und den Bereich abscannen.